Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Bus und Bahn aus 1990. Und seit wenigen Monaten kann man wohl bei der DB auch Thalys-Fahrkarten kaufen, sowohl online als auch offline. Und das versuchen wir jetzt an einem DB-Fahrkartenautomaten hier in Essen. Wir wollen gerne von Essen nach Düsseldorf fahren. Eine Kurzstrecke für den Thalys. Am Bahnhof entsteht mir bestimmt Verbundtarif vor. Wir wollen aber keinen Verbundtarif. Wir wollen den Thalys. Er wurde mir wohin angezeigt. Ich sehe, der Thalys ist wohl weg. Ne, da. Da sehen wir ihn. Um 15.49 Uhr ab Essen Hauptbahnhof, aber hier steht kein Automatenverkauf möglich. Es ist kein Preisangebot ermittelbar. Für diese erhalten Sie keine Fahrkarte bei der DB. Hä? Was denn nun? Ich habe auf der Thalys-Seite gelesen und auch in verschiedenen Foren, wie zum Beispiel, ich meine auch Drehscheibe-Forum, und da drin habe ich gelesen, dass Thalys mittlerweile auch DB, dass Thalys mittlerweile auch bei der DB erhältlich sind, aber das stimmt leider nicht. Ich habe es hier am Automaten und auch online über bahn.de versucht, aber keine Chance. Er zeigt mir keinen Preis an. Und er bietet mir gar kein Ticket an für den Thalys. So. Vielleicht geht das auch nur für internationale Strecken. Zum Beispiel, wir wollen jetzt nach Paris fahren. Nicht vergessen, wir müssen erstmal hier auf Europa. Paris Nord. Ein Erwachsener. Keine Bahncard. Ja, siehst du, seht ihr, dass hier ist auch kein Verkauf möglich. Das heißt, diese Tickets-Teil-Ticket gibt es wohl nur am Schalter. Schade, dass die Teil-Tickets nicht online oder am Automaten gibt. Wir müssen mal in den nächsten Tagen bei Thalys anrufen. Nee, quasi nicht anrufen, sondern eventuell kontaktieren. Und davon kommt die S-Bahn. Und das war's auch schon mit dem Video hier auf meinem Kanal Bus und Bahn. Und bis dann. Tschüss.